aus dem Vertriebscontrolling haben wir hier zwei sehr wichtige Tools für die Umsatz- und Kostenplanung. Guck mal, Viererpasch. Das gefällt mir ganz gut. Ich glaube, das nehmen wir als Umsatz. Ja, das geht jetzt nicht mit den Kosten. 10 ist zu hoch. 9 ist zu hoch. 8 ist ja 0. Das geht nicht. So, das ist 0. Also sind wir bei 4. Das ist alles eine Frage der richtigen Tools. Auch Umsatzplanung lässt sich in einem schlanken Prozess machen. Wer braucht Personalkosten für all diese Fuzzis, die da rumhängen und irgendwelche Tabellen ausfüllen?